Hallo. Es sind einige Zuschauer hier auf meinem Kanal gelandet durch mein Geburtsvideo. Die Maus ist, die liegt hier vor mir und schaut sich ein bisschen ihr Buch an und schaut mir zu. Und mal gucken, wie weit sie mich hier so euch erzählen lässt. Zur Not nehme ich sie gleich auf den Arm. Ne, du kleine Maus? Ja? Ihr hattet jedenfalls einige Kommentare oder ich hatte einige Kommentare bekommen bezüglich der Geburt. Ich werde euch das Video hier oben mal verlinken und die Kommentare waren so ähnlich wie, ja, du schienst so, also ich, es schien so, als ob ich total bei mir war und es war ja eine schmerzarme Geburt und wie ich mich vorbereitet habe und wie ich das geschafft habe. Und ich habe euch jetzt mal meine Top 5 zusammengefasst und wollte euch das hier in diesem Video mal erklären, wie ich mich wirklich vorbereitet habe und was ich meine, warum ich so eine tolle, unglaublich geniale und schmerzarme Geburt hatte im Januar 2021. Also falls man nächstes Jahr dieses Video sieht. Dieses Jahr ist ja 2021, du strahlst schon, ne? Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, sich vorzubereiten auf die Geburt. Also das war wirklich... Ich fange einfach mal an. Also die Hebamme hat uns in dem Vorbereitungskurs schon... Nee, ich muss anders anfangen. Ich habe im Geburtshaus entbunden. Ich wollte eine natürliche Geburt. Ich wollte keine Schmerzmittel. Ich wollte keine Intervention. Heißt das Intervention? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte nicht, dass halt eingegriffen wird so in die Geburt. Ich wollte nicht, dass ich Wehenhämmer bekomme oder Wehenmittel. Ich wollte nicht, dass eingeleitet wird. Ich wollte absolut keinen Dammschnitt. Und am liebsten hätte ich, glaube ich, eine Hausgeburt gehabt. Aber ja, wir sind dann, der Kompromiss war dann ein Geburtshaus und ich hatte eine super liebe Hebamme, obwohl ich am Anfang auch mir nicht so sicher war, weil ich sie ja nicht kannte und ich musste da sowas unterschreiben fürs Geburtshaus, wo ich halt ja so belehrt wurde in diesem Vertrag und so, ne, dass Risiken sind und so und dass vielleicht ein Dammschnitt gemacht werden muss. Und da war ich mir nicht so sicher eine Zeit lang. Aber hinterher, ja, umso mehr ich sie kennengelernt habe, umso mehr Vertrauen konnte ich auch fassen und hatte mit ihr viele Gespräche, wie ich mir die Geburt vorstelle. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, dass ich halt wirklich absolut, ich wäre lieber gerissen, als dass ich einen Dammschnitt bekommen hätte, weil ich es einfach natürlicher finde, als wenn man da so eingreift. Und ja, das hat sie sich alles notiert, meine ganzen Wünsche. Ich habe meinen Partner eingeweiht, der soll aufpassen. Das empfehle ich euch auch, dass ihr eurem Partner halt mitteilt, was ihr euch bei der Geburt von ihm wünscht oder von ihr, je nachdem, wen ihr dabei habt. Vielleicht habt ihr auch eure Mutter dabei oder eure Freundin. Bei uns war das so Sachen wie, reich mir immer Wasser, weil ich hatte bei meiner ersten Geburt habe ich nie gehabt, dass ich sagen konnte, ich habe Durst. Und ich hatte so Durst und immer während einer Wehe habe ich gedacht, wenn du nächste Wehenpause hast, dann sagst du Wasser, Wasser. Aber dazu kam es dann nie und deswegen habe ich Bernd immer gesagt, gib mir ganz viel Wasser, biete mir das einfach immer an. Ich hatte einen Strohhalm mit einem Becher eingepackt, dass er mir das immer nur so anhalten musste. Ich habe mir extra Notizen gemacht, aber ich merke, es ist total wirrwarr, was ich rede. Ich komme von Höxken auf Stöxken. Es ist für mich immer noch so ein ganz emotionales Thema, die Geburt, dass ich das wirklich erleben durfte. Also die erste Geburt war nicht so traumhaft. Und deswegen habe ich bis zum Schluss immer wieder gehofft, dass sie wirklich schön wird, die Geburt. Und versucht, mich positiv zu stimmen, aber ich hatte wirklich Respekt davor. Und dass es dann wirklich so schön geworden ist, da bin ich so unendlich dankbar für. Ich habe ganz viel die friedliche Geburt gehört. Das ist so ein Podcast auf Spotify. Das ist auch gratis. Und das hat mich auch positiv gestimmt. Aber ja, jetzt erzähle ich mal hier meine Liste. Die arbeite ich jetzt einfach mal ab, damit das nicht zu sehr ausartet und zu durcheinander wird. Also, als erster Punkt ist bei mir Atmen. Die Hebamme hat uns den Tipp gegeben, ganz tief in den Bauch einzuatmen, wenn man jetzt noch keine Presswehen hat, so durch die Nase in den Bauch und dann durch den Mund ausatmen. Und das habe ich schon während der Schwangerschaft
jeden Tag immer zwischendurch gemacht, immer geübt, dass das wirklich so übergeht in den Körper. Das hat mir richtig, richtig geholfen beim Wehen veratmen. Ich war immer im Vierfüßlerstand, das seht ihr auch bei dem Video. Es geht los bei mir. Ich werde euch das mal oben verlinken. Da bin ich immer hier so auf der Couch im Vierfüßlerstand und kreise mein Becken, dass die Maus was Spaß, ne? Richtig schön runtergerutscht ist im Becken und dann dieses Atmen in den Bauch, das hat mir super gegen die Schmerzen geholfen. Also das kann ich jedem empfehlen, übt die Atmung. Das ist wirklich der Top-Tipp meiner Hebamme gewesen. Super. Der zweite Punkt ist Vertrauen in den eigenen Körper. Also ich habe mir immer wieder gesagt, mein Körper oder unser Körper ist ja dafür gemacht, Babys zu bekommen. Babys zu bekommen. Und das wird schon alles passen. Ne? Natürlich habe ich gesagt, ich würde lieber reißen als geschnitten werden. Aber möchte man ja auch nicht reißen. Also man möchte ja, dass das so zack, ne? Ja. Genau, der Wunsch ist natürlich, dass man einfach das Kind bekommt und keine Geburtsverletzungen hat. Also Vertrauen in den Körper, dass das alles schon passen wird und nicht so lange dauert. Immer wieder in den Kopf rufen, ne, dass unser Körper dafür gemacht ist, dass alles gut gehen wird. Also wirklich Vertrauen in diesen ganzen Prozess. Die Natur hat das so eingerichtet, dass es läuft. Also ich zeige euch nicht den Bär, ne? Ich halte den hier für die Maus immer hoch. Ich halte den so in die Kamera. Ne, du guckst dir den an. Ja. Der dritte Punkt ist Partner. Das hatte ich gerade schon mal angeschnitten, das Thema. Weiht euren Partner ein. Geht mit ihm alles durch, wie ihr euch das wünscht, was ihr euch von ihm wünscht. Also, keine Ahnung, dass er euch Schweiß abtupft. Oder ich habe Bernd auch gesagt, dass er mir immer gut zusprechen soll. Sowas wie, du machst das super, du schaffst das, du siehst gut aus oder so. Irgendwas, einfach so positive Sachen, dass er das unter der Geburt immer wieder sagt, dass einen das anspornt und aufbaut, dass man das toll macht. Und ja, also bindet euren Geburtspartner richtig mit ein, also was ihr euch von ihm wünscht. Das hat mir auch sehr viel Halt gegeben. Dann habe ich mir immer wieder gesagt, dass ich entspannen soll während der Geburt. Also wenn ich eine Wehe hatte, das war auch bei friedlicher Geburt und bei Hypnobirthing ist es so ein bisschen, dass man immer wieder sich sagen soll, also Kiefer entspannen, dass man nicht so unter dem Schmerz einer Wehe den Kiefer anspannt, die Hände anspannt. So, man neigt dazu, alles anzuspannen und einfach zu warten, bis es aufhört. Und wirklich sich bewusst machen, was ist das? Es war die Erbsensuppe. Genau, immer wieder alles zu entspannen, nicht zu verkrampfen, loslassen, die Hände entspannen, den Kiefer entspannen und immer wieder, das ist jetzt schon der nächste Punkt, also ich habe mir immer so positive Gedanken gemacht, dass ich mir immer wieder sage, auch das ist auch so ein bisschen Hypnobirthing angehaucht, mit jeder Wehe komme ich meinem Kind näher. Ja klar, du störst nicht, erzähl. Okay, also die Wehen annehmen, den Schmerz annehmen, in Anführungsstrichen. Also das war jetzt natürlich bei mir auch kein angenehmes Gefühl, diese Wehen. Aber es war wirklich nicht so schmerzhaft wie bei der ersten Geburt. Also es war wirklich, wirklich aushaltbar. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also bereitet euch einfach positiv auf dieses Ereignis vor. Denkt euch immer, dann ist das Baby da, die Maus, und jetzt ist sie schon so groß und so viel Zeit ist schon vergangen. Ja, und du erzählst schon ganz viel, ne? Und wir gucken schon Bilderbücher. Also freut euch auf euer Baby und auf dieses Ereignis der Geburt. Das ist so unglaublich gewesen, wie sie halt auf einmal da war. So, die haben immer gesagt, pressen, 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 und auch immer war sie da, und dieses, als sie rausgekommen ist, das war so ein unglaubliches Gefühl. Wie sie mich anglotzt. Ja. Ja. Oh, was habe ich noch zu sagen abschließend? Ich hatte gar keine Geburtsverletzungen, genauso wie ich es mir gewünscht habe.
Der wünscht sich auch Geburtsverletzungen. Ja, natürlich, wer wünscht sich das? Da hast du recht. Oh, bitte lass mich schöne Geburtsverletzungen haben. Bitte lass mich hier unten alles aufreißen. Nein, das wünscht sich niemand. Da hast du recht. Man hört ja auch von überall, also das ganze Umfeld stimmt einen ja auch negativ auf eine Geburt. Ne? Man hat immer im Kopf, das da tut was, weh. Da kann was passieren. Da kann was passieren. Oder wenn man im Fernsehen irgendwie eine Geburt sieht, das ist immer, die schreien die Frauen. Ja, und weil die im Fernsehen wahrscheinlich auch nicht immer echt sind. Und da sieht man dann auch immer so, die machen das halt so Drama und so. Ja, Drama und so, genau. Das wird immer dramatisiert. Und man muss ins Krankenhaus, weil das ist gefährlich und so. Aber... Und ja, man wächst halt einfach mit dem Gedanken auf, das tut ganz doll weh, das ist was ganz Schlimmes. Aber es ist es nicht. Es ist wunderschön, es ist ein ganz tolles Ereignis. Natürlich braucht man Kraft. Ja, aber es ist nur schön, wenn es auch gut läuft. Ja, aber das läuft normalerweise gut. Normalerweise. Es ist wirklich das Mindset, weil man denkt, das tut weh und dann, dann tut es auch weh. Aber wenn man sich immer wieder einredet selber... Das ist schön, das ist wunderschön und das tut nicht weh. Und ich, es ist wunderschön. Ja, ich, genau, das wollte ich auch sagen, weil ich habe ja geschrieben, schmerzarme Geburt. Und einige haben geschrieben, das hört sich aber nicht so schmerzarm an. Ja, ich habe geschrien, in Anführungsstrichen, aber nicht so vor dem Schmerz, sondern einfach, ich habe ja über eine Stunde Presswehen gehabt, also zu Hause hier und schon im Auto. Und ich wollte nicht pressen und das halt mal erstmal aus. Ne? Also ich habe halt so gemacht, ich habe die so... verschrien, das war eher so kraftvoll, würde ich ausdrücken, und nicht schmerzvoll. Also es war wirklich ganz viel Kraft und Energie in meinen Geburtsgeräuschen. Aber das ist ja auch normal, dass du dafür dich ein bisschen anstrengen musst, weil... Ganz viel Kraft, ja. Auf jeden Fall. Und ich war richtig, richtig voll Adrenalin. Also als die Maus dann raus war, habe ich angefangen zu zittern. Das hat so 10 Minuten angedauert, weil dann so... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das vom Zahnarzt zum Beispiel, wenn ich da einen Zahn gezogen kriege. Und wenn der dann endlich raus ist, der Zahn, auch wenn mit Betäubung und so, wenn er dann raus ist, dann fange ich auch an zu zittern. Das ist dann so einfach so die Erleichterung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Adrenalin ist, aber ja. Genau. Lasst euch nicht vom Umfeld beirren, dass es wehtut, wehtun muss. Es muss nicht wehtun. Und teilt es vielleicht auch den anderen mit, damit die das auch denken und man nicht mehr so... Ich habe auch niemanden so davon erzählt, dass ich mich so positiv darauf vorbereite und dass ich das schaffe, ohne Schmerzen und so. Weil ganz ohne Schmerzen machst du jetzt auch wieder. Nein, das war jetzt natürlich eine schöne Massage, ist angenehmer, klar. Aber... Ich habe es halt niemandem erzählt, weil dann hätte ich jedes Mal die Diskussion gehabt, wie schlimm und schmerzvoll das ist. Ich habe mir die anderen Geburten gar nicht angehört, weil wenn man sagt, man bekommt ein Baby, dann kommt jede Frau, die ein Kind bekommen hat und möchte ihre Top-Horror-Story erzählen. Wie schlimm es bei ihr war, wer hat eine schlimmere Geburt gehabt? Das ist immer so, man will sich gegenseitig übertrumpfen, hatte ich das Gefühl in der Schwangerschaft. Und ich habe dann am Ende hinterher immer nur noch gesagt, erzähl mir das nach der Geburt, weil das will man gar nicht hören, wenn man noch schwanger ist und sich versucht, positiv darauf vorzubereiten, wie fürchterlich die anderen Geburten sind und was alles passieren kann. Manchmal ist es besser, wenn man gar nicht weiß, was alles passieren kann. Ich gucke immer zum Calvino darüber, deswegen. Genau. Ja, und durchs Internet heutzutage kriegt man ja auch so viel mit und kann so viel lesen, so viele Horrorstories über Geburten. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns natürlich, oder mir eher gesagt, oder uns, oder Molly, was hast du zu sagen zur Geburt? Was hast du alles gemacht? Die wäre lieber drin geblieben. Ja, oder ist jetzt welcher war schon geplatzt, glaube ich. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann würde ich nochmal ein Video dazu machen zu dem Thema. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn deine Geburt gerade bevorsteht, wünsche ich dir eine wunderbare Geburtsreise und alles Gute und schreib mir mal in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Tschüss!